Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig als Lehrer der vedischen Astrologie-Schule und stehe aber auch für Beratungen sehr gerne zur Verfügung. In diesem circa 15-minütigen Kurzvideo geht es nun um die Deutung der planetaren Konstellationen für den Juli 2016. Bevor wir dort aber einsteigen, bitte zwei wichtige Informationen vorweg. Zum einen, erstens, bitte beachten Sie, dass ich die Deutungen vornehme anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand Ihres Sonnenzeichens. Das Sonnenzeichen ist das, was in der westlichen Astrologie primär bekannt ist. In der indischen Astrologie ist aber der Aszendent, also sprich das erste Haus, viel, viel wichtiger. Und die Deutungen, über die ich hier spreche, werden vorgenommen eben von Ihrem Aszendenten aus. Deswegen die Bitte, sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie diesen gerne von mir gratis mitgeteilt bekommen. Dazu befindet sich unterhalb dieses Videos ein vorbereiteter Link, ja, mit dem Sie mir Ihre Geburtsangaben mitteilen können und dann erhalten Sie binnen 1 bis 2 Tagen Ihren Aszendenten mitgeteilt, damit Sie natürlich wissen, ob Sie jetzt das Monatsvideo für Juli für den Widder Aszendent oder für den Zwillingsaszendent oder den Waageaszendent ansehen müssen. Ja? Diese Information brauchen Sie natürlich, was Ihr Aszendent ist im Horoskop. Dann zweitens neu, und zwar ein weiterer YouTube-Kanal für die Hobby-Astrologen unter Ihnen, die mehr Informationen haben wollen über die vedische Astrologie und gerne an Horoskopen oder an einem eigenen Horoskop mit Techniken der vedischen Astrologie forschen wollen. Sie finden hier den Link. Dieser Kanal ist jetzt ganz neu eröffnet. Es stehen schon erste Informationen zur Verfügung. Es ist auch eben hier die Möglichkeit gegeben, ja, Sie sehen hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Das hier ist der Kanal, den kennen Sie. Hier sind immer die 12-Monats-Videos zu finden, jeden Monat neu, gratis für Sie. Jetzt kommt dazu dieser Kanal, wo Sie mehr über die vedische Astrologie lernen können, gratis, ja. Und von dort aus werden auch immer wieder Informationen zu finden sein im Blog. Das ist hier die dritte Angebotssituation für Sie. Und zwar unter dieser Internetadresse finden Sie dort geschriebene Artikel, auch Dinge zum Herunterladen. Ja? Und wir beginnen jetzt mit einem Video, wie Sie Ihr Horoskop, Ihr vedisches Horoskop gratis mal erstellen können, damit Sie wissen, in welchen Häusern und Zeichen sich die Planeten befinden. Denn dazu wird es dann die ersten Videos geben, wo gedeutet wird, was die einzelnen Hauspositionen und die jeweiligen Planeten darin bedeuten. Okay, dann sind wir soweit und starten nun mit der Konstellation für Juli 2016. Nun schauen wir uns das für Sie als Aszendent Schütze im Juli 2016 näher an. Wir haben ja dazu die Übersicht und wir sehen die Besonderheit einmal, dass Sie den Vollmond im zweiten Haus haben, was sehr wichtig ist, darüber müssen wir sprechen. Dann die Sonne, die Ihren Lebensweg und Sie repräsentiert mit Ihren Interessen, läuft die ersten 3 Wochen durch Haus 8 und geht dann in Haus 9. Um aber dies richtig bewerten zu können, müssen wir zunächst die langsam laufenden Planeten betrachten, denn die arbeiten über viele Monate, ja, an ihrem Schicksal. Jupiter 12 Monate, Rahu 18 und Saturn 30. Und mit denen beginnen wir auch, weil das ist die Bestrahlung, die im Hintergrund eben stark am Wirken ist. Jupiter und Rahu befinden sich im 10. Haus. Das heißt, noch immer, aber nicht mehr so lang, denn Jupiter wird in einigen Wochen ja rausgehen aus dem 10. Haus, gilt Ihr Interesse und Ihr Verlangen sehr stark der Verfolgung Ihrer Karriere. Sie
suchen Sinn und ihr Glück darin, an ihrer Karriere zu schmieden, ja, wollen diesbezüglich vorwärts kommen und eben auch wahrgenommen werden mit ihren größten Taten, ja, die sie eben jetzt primär in Richtung Karriere investieren. Rahu steigert das Ganze noch, und für Menschen, die jetzt eben nicht mehr beruflich tätig sind, ja, da bedeutet es, dass ihr Interesse darin jetzt hineingeht, dass sie vielleicht mit staatlichen Stellen eben hier mehr in Verbindung treten oder dass sie etwas überlegen oder tun auf ehrenamtlicher Basis. Es geht darum, wie können Sie Ihre größten Handlungen, wo wollen Sie dich einsetzen, ja? Und hier liegt der Fokus. Also entweder Karriere oder ja, anderweitig eben ehrenamtliches Engagement dienen. Sie haben dann den Planeten Saturn, den nächsten großen Schicksalsmeister, ja, der ja 30 Monate sogar in einem Zeichen ist. Der verweilt schon lange hier in Ihrem Aszendenten, Ihrem ersten Haus. Das heißt, die nächste Energie hat auch damit zu tun, Lebensausrichtung, Lebenspfad, wofür setzen Sie Ihre Zeit ein und wie können Sie auch Ihre Gesundheit auf einen höheren Level bringen. Arbeit, Pflichterfüllung. Sie merken, das sind zwei sehr wichtige Häuser, die bei Ihnen als Aszendent Schütze besetzt werden. Es geht um Ihre größten Handlungen im Leben und die Verfestigung und Stabilisierung Ihres Lebenspfades, was natürlich oft mit der Karriere zusammenhängt. Dazu schauen wir uns nun an die schneller laufenden Planeten. Nun, Mars, ja, im 12. Haus ist jetzt natürlich nicht so der ideale Platz für ihn. Mars will ja eigentlich kämpfen und er steht jetzt im Haus der Pause. Ja? Das ist weniger ein guter Platz. Sie könnten aber dennoch diese Energie von Mars nun dafür einsetzen, zum Beispiel Tatkraft zu investieren im Streben und Suchen nach der höchsten Wahrheit. Sie könnten aber jetzt auch gut marsianische Dinge zu einem Abschluss bringen, also etwas, was mit einer Immobilie oder dem Zuhause zu tun hat, ja, wenn hier etwas zu einem Abschluss gebracht werden muss. Sei es entweder Sie finden jetzt Ihre Immobilienlösung oder Sie lassen von einer Immobilienlösung los. In beiden Fällen wird sowas ja zu einem Abschluss gebracht. Mars steht aber auch für jüngere Geschwister, Operationen, Sport, ja, und so könnte auch in diesen Themenbereichen etwas zu einem Abschluss gebracht werden. Dann, ja, eine Besonderheit. Der Vollmond findet ja am 19. Juli statt im Zeichen Steinbock, worin Sie Ihr zweites Haus haben. Das bedeutet, zwischen dem 18. und 20. Juli in etwa, da sind Sie besonders offen und empfänglich, welche Quellen für Sie zusätzliche Ressourcen darstellen. Ja? Das heißt, Sie können besonders leicht wahrnehmen, wo vielleicht noch Geld zu holen ist, wo noch gewisse Möglichkeiten für Sie da sind, damit es Ihnen finanziell besser geht. Ja? Da wird etwas in der Richtung passieren. Also schalten Sie besonders zwischen dem 18. und 20. Juli, wenn der Vollmond der große Geber geht bei Ihnen durch das Haus des Geldes. Und so können Sie sehr empfänglich sein, wie Sie Ihre materielle Sicherheit und Stabilität verbessern. Jetzt kommen wir noch zu den letzten drei Planeten, und zwar die Sonne, die ja immer so 30 Tage, knapp einen Monat in einem Zeichen ist und immer in Begleitung hat Merkur und Venus. Sie ist die erste, also die Sonne, bis 22. Juli im 8. Haus. Und das 8. Haus thematisiert Themen, die was mit Abhängigkeiten zu tun haben, ja? Das kann für Sie auch deshalb eine gewisse Stresssituation darstellen, weil Sie
eben auch Hindernisse in ihrem Lebenspfad oder Blockaden irgendwie lösen müssen. Vielleicht begegnet ihnen aber die Qualität des achten Hauses auch in der Form, dass sie sich mehr mit ihren Schwachstellen beschäftigen, sei es in Form von Psychologie und Esoterik, ja. So könnten sie jetzt sehr gut, ja, ihre Aufmerksamkeit in den ersten 3 Wochen im Juli dafür einsetzen, sich mal eben ihrer Schattenseiten mehr bewusst zu werden, ja. Denn natürlich sind es diese, die vorwärts kommen in anderen Bereichen, blockieren. Und Sie sehen ja, nach dem achten Haus, ja, nachdem eben über bestimmte Abhängigkeiten nachgedacht wurde oder die erfahren wurde oder eine Krise, ja, das achte Haus steht für Krisen, die ausgelöst wurde, kommt dann Haus 9. Da läuft nämlich ihre Sonne dann rein ab dem 23. Juli und die steht wieder für Sinn. Das bedeutet, höheres Wissen wird dann das Ergebnis sein ihrer Bemühungen, sich jetzt die ersten 3 Wochen verstärkt mit Abhängigkeiten, mit Schattenseiten auseinanderzusetzen. Diese Dinge führen aber dann im Ergebnis wieder dazu, dass sie ab 23. Juli zu höheren Erkenntnissen kommen, die wiederum ihren Lebenspfad, ihre Philosophie, ihre Weltanschauung, ja, die Regeln, nach denen sie leben wollen, beeinflussen werden. Das wird ein sehr wichtiger Transit, weil wenn die Sonne ins 9. Haus geht, ja, Schütze ist das 9. Zeichen und für sie ist ja immer wichtig, dass sie ihre Ziele haben. Ja, der Schütze, der zielt ja auf ein langfristiges Ziel mit Bogen. Da geht es ja um was, nicht was kurzerhand ist, sondern was langfristig ist. Und da geht die Reise hin ab 23. Zuvor, aber wie gesagt nochmals, wollen Sie sich mit bestimmten Tabuthemen, Abhängigkeiten oder ja, auch die Prüfung der Festigkeit einer partnerschaftlichen Beziehung steht jetzt stärker im Vordergrund. Achten Sie dabei darauf, dass Sie bei diesem Transit dieser 3 Planeten durch Haus 8, dass Sie hier dies gut meistern. Damit meine ich eben, wenn eben Stress auftritt, nicht in eine verletzende oder in eine Haltung zu kommen, wo Sie andere für schuld erklären, das gibt es nicht, sondern schauen Sie sich Ihre Schattenseiten an der Stelle an. Da könnte eben jetzt einiges hochkommen, was Ihnen sehr stark hilft, ja, mehr Bewusstsein in dem Punkt zu entwickeln. Und dann, wie gesagt, ab 23. Juli, stehen Ihnen diese daraus gewonnenen Erkenntnisse verstärkt dafür zur Verfügung, wie Sie nun Ihre Philosophie, Ihre Weltanschauung, nach der Sie leben wollen und Ihre Ziele diesbezüglich, wie Sie diese weiter verfeinern können. Okay, das war nun für Sie Aszendent Schütze, Juli 2016. Nur nochmal die Erinnerung, und zwar bitte beachten Sie, dass die Deutung vorgenommen wurde von Ihrem Aszendenten aus, sprich Ihrem ersten Haus im Horoskop, das viel wichtiger ist als wie das Sonnenzeichen, wie man das von der westlichen Astrologie kennt. Falls Sie den Aszendenten nicht kennen, können Sie mich gerne kontaktieren, wie gesagt. Dann zweiter Punkt noch, ja, neu, und zwar die Eröffnung eines neuen YouTube-Kanals, wo die Hobby-Astrologen nunmehr gratis sogar Befriedigung finden können, indem sie mehr über die vedische Astrologie erfahren können. Seien Sie von Beginn an mit dabei. Es werden jetzt regelmäßig hier neue Inhalte Ihnen zur Verfügung stehen mit Deutungsbeispielen, Techniken, die leicht zu erlernen sind und die Ihnen helfen, mehr über Sie selbst und die Geheimnisse Ihres Lebens anhand der vedischen Astrologie entschlüsseln zu können. Wir beginnen damit, wie überhaupt mal das vedische Horoskop als Chart erstellt wird. Dazu hier eben der Link.
Ja, das war's dann auch schon. So darf Ganesha Ihnen wieder einen fantastischen Monat wünschen, natürlich auch von meiner Seite, und möge er Ihnen beistehen, ja, bei der Beseitigung sämtlicher Hindernisse, die sich Ihnen im Juli in den Weg stellen, sodass Sie diese erfolgreich überwinden können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nochmals einen fantastischen Juli 2016 und freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen Ende Juli 2016.